Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PES 21 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich nehme diese Folge direkt im Anschluss auf, das heißt, ich weiß noch nicht ganz genau, was ihr unter die Kommentare der letzten Folge geschrieben habt, aber ihr könnt gerne wieder Kommentare schreiben, freue ich mich drüber. Wir haben in der letzten Folge, ja, das war ein bisschen enger, wir haben alle Spiele sehr knapp gewonnen, beziehungsweise gegen Dortmund nur unentschieden gespielt, also ich war ein bisschen, ich war sehr unzufrieden, nicht nur ein bisschen, aber nichtsdestotrotz werden wir hier weitermachen, ich werde ein bisschen was an der Taktik jetzt verändern, nur ein bisschen das rauszukitzeln quasi, dass wir wieder eine gute Taktik haben, die einfach super funktioniert. Problem meiner Ansicht nach ist, dass wir den Stürmer nicht richtig erreichen. Wir spielen vorne zu ideenlos, probieren es oft über Flanken, die meisten Tore durch Standardsituationen erzielt, weil wir einfach nicht so wirklich die Chancen kreieren können. Und das liegt meiner Meinung nach auch sehr daran, dass wir es irgendwie nicht schaffen, dass so richtig irgendwie vorne die Leute erreicht werden. Also meistens steht Lewandowski mit dem Rücken zum Tor, von 5 Mann umkesselt, beziehungsweise wenn er überhaupt den Ball mal bekommt. Also es ist schon ein bisschen stressig und dementsprechend, So, Dave ist am Klatschen. Der hat Bock auf das Spiel. Und ich auch, aber Angst habe ich auch. Die Taktik jetzt, wie gesagt, ein bisschen abgeändert. Das muss ich jetzt erstmal ein, zwei Spiele einspielen. Und vor allem spielen wir ja jetzt mit einer quasi B11. Klar, da spielen viele sehr, sehr gute Spieler noch. Aber wir haben ja ein bisschen durchgemixt. Und dieses durchgemixte Team, das ist halt auch gar nicht eingespielt. Das will ich damit eigentlich sagen. Und dementsprechend schwierig wird das Ganze. Aber I try my best und hoffentlich wird das was. Ja, ey, ich raste aus, Alter. Es ist so ein Dreck. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Auf defensiv und dann immer kontern und hässliche Tore machen, Alter. Ich könnte kotzen, echt. Leute, kennt ihr eigentlich schon meinen neuen Kanal? Unbedingt mal rechts und bei dem Video vorbeischauen, was gestern online gekommen ist. Das war mit einer Freundin von mir und das war total lustig. Also richtig, richtig nice. Falls ihr das noch nicht gesehen habt und den Kanal noch gar nicht kennt, unbedingt vorbeischauen und natürlich ein Abo dalassen. Der Kanal ist neu, der braucht das und der hat das verdient. Für solche coole Videos, wie gesagt, das ist auf jeden Fall absolut krass gewesen. Unbedingt vorbeischauen. Ja, beim neuen Kanal vorbeizuschauen lohnt sich. Die neue Taktik, die ich hier erstellt habe, die lohnt sich aber gerade noch gar nicht. Also klar, die muss ich einspielen. Ich habe ja gesagt, auch die Mannschaft ist nicht eingespielt, aber man merkt nichts. Also ich erreiche den Stürmer wieder gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der teilweise steht. Also guck, und dann, wenn er ihn kriegt, mit dem Rücken zum Tor und direkt 5 Mann um ihn rum. Das ist echt wie verhext. Depay, da ist er! Aber was für ein Scheißtreffer! Debüttor für Memphis Depay. Der Stürmer kriegt den Ball. Und das im 16er. Aber auch nur so halb und knapp. Aber ist egal, der Ball kullert rein. Und es steht wieder 1-1. In letzter Zeit ja relativ oft. Kingsley Coman, das war die beste Chance in den letzten 5 Spielen. Das war mal schön rausgespielt, das war richtig guter Fußball. Nur leider führt das nicht zum Tor, da haben andere Sachen zum Tor geführt. Das war wirklich mal gut gemacht. Weil die wechseln jetzt schon in der 47. Nicht 45, sondern 47, wow. Oh. Da habe ich Angst, da habe ich Angst. Ja, es ist nicht ganz so wie in letzter Saison, wo ich Mainz dann mal eben mit 4-0 abgeschlachtet habe. Aber andererseits ist es natürlich auch sehr spannend.
dieses Projekt weiter zu verfolgen, um zu sehen, schaffe ich das denn, aus Bayern wieder eine gute Mannschaft zu machen? Oder geht's hier rein in die Krise? Aktuell sind wir ja noch nicht in der Krise, so punktemäßig und so läuft ja noch alles. Ist noch nicht der perfekte Fußball und es ist auch noch nicht so, dass wir irgendwie viele Tore oder so sehen, aber das habe ich ja auch von Anfang an nicht versprochen. Ich habe auf der Anfangspressekonferenz gesagt, es werden harte Kämpfe, harte Spiele und das genau aus diesen Gründen. Und da ist Tolisso war das, nicht James Rodriguez. Und der Torhüter. Und das Depay, den ich kriegt, Mann. Boah, Ulreich. Und da ist das Tor. Wir haben verloren. Unsere erste Niederlage. Aaron Mürden, Alter. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Safe stellen die auf volle Defensive jetzt. Ich sehe es schon kommen. Ja. War offensichtlich. Und Thomas Müller, der in den letzten Spielen immer gute Form hatte, eingewechselt, aber der hat da auch jetzt ein schweres Spiel vor sich. Jetzt da eingewechselt zu werden, das ist eine Nummer, kannst du nicht machen. Aber Müller probiert es nochmal, Torwart ist schneller. Ja, die Spiele musst du vorher entscheiden, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, dass jetzt Mainz da auf volle Defensive stellt. Das war klar und das ist abzusehen. Als Mainz 05 gegen Bayern. Die letzte Pleite von Bayern München gegen Mainz, die war, wenn dann, zu Kovac-Zeiten, wenn überhaupt. Wenn die nicht schon ewig zurück ist. Und hier und heute in meiner Karriere ist es soweit. 2:1 verliert der FC Bayern gegen Mainz 05. Leipzig gewinnt 4:0 und zieht davon. Wir sind punktgleich mit Gladbach und Frankfurt. Leipzig 5 Punkte vor uns. Alter. Die haben alle Spiele gewonnen. So, Zenit. Und da ist Zenit durch, 1:0. Also es ist einfach scheiße. Vielleicht habt ihr es mir ja schon in die Kommentare geschrieben, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr schon geschrieben, ich soll die Schwierigkeit runterstellen. Das Problem ist, ich habe gerade selber nochmal drüber nachgedacht in den ersten 17 Minuten, die jetzt hier gespielt sind. Wenn ich jetzt die Schwierigkeit runterstelle und dann 6:0 gegen Schalke, Zenit und Mainz und so gewinnen, das will halt im Endeffekt auch keiner sehen, das ist ein bisschen zu heavy. Aber scheinbar ist es einfach auf diesem Schwierigkeitsgrad keine Dauerlösung. Und Robert Lewandowski, der hat seit ein paar Spielen nicht mehr getroffen, weiß nicht, was mit dem los ist. Da jetzt mal mit einer guten Chance, aber nicht drin ist halt nicht drin. Robert Lewandowski, der Ball segelt rein. Und es ist mal wieder Lewandowski, endlich. Zwar nur über eine Flanke, aber endlich trifft er den Ball mal wieder. Was für ein komisches Tor. Er kullert da ewig in der Luft rum. Mein war nicht schlecht oder so, aber der war ja ewig in der Luft und man wusste nicht, hält der Torwart ihn, hält er nicht. Thomas Müller. Solche Chancen brauchen wir. Dass der Stürmer, und auch wenn es nur Müller ist, nicht Lewandowski, aber dass der Stürmer da vorne drin einfach mal ein bisschen Platz hat. Und dann geht der Ball auch gut aufs Tor, leider nur Pfosten dieses Mal. Ich hasse es. Alter, war das knapp. Ich
Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Halbzeit. Mal wieder 1:1, aber... Es ist so komisch. Das ist der zweite Schuss von denen aufs Tor. Oh Mann, ey. Ich habe mich gerade so gut gefühlt, weil es sich besser spielen lässt. Und ich kann den hier einfach nicht stoppen. Ich komme nicht an den Ball dran. Und dann schießt er und er trifft. Und es ist so dumm. Leroy Sané. 2:2. Ah, war übrigens kein Dab, sondern seinen Move nachgemacht. Yes. 2:2, jetzt kommt Gnabry noch rein. Komm schon, Mann. Es muss doch jetzt laufen. Es fühlt sich viel besser an. Die Taktik scheint echt nicht schlecht zu sein. Ich habe sie durch diese zwei Sachen nochmal verbessert. Wenn die sich jetzt einspielt, könnte ich halt echt mir vorstellen, dass es wieder bergauf geht. Aber dieses Spiel wird noch hart, definitiv. Weil Zenit halt total im Hype ist. Jetzt hat Müller den Ball und spielt ihn auf Robert Lewandowski. 3:2 Spiel gedreht. Haben wir schon mal je ein Spiel gedreht in dieser Karriere? Ich weiß es noch nicht. Auf geht's Müller. Geht zur Eckfahne und eingelocht. Und Thiago. Der Pass von Lewandowski kam nicht perfekt zu Thiago, aber trotzdem ein guter Abschluss. I'm begeistert und wir können theoretisch mal Depay bringen, weil Lewandowski am wenigsten fit ist. Oh, Neuer. Nein, ich hab's verkackt, aber Neuer. Komm schon, Depay. Ich hab sogar Lupfen gedrückt, der Torwart war nur minimal zu schnell. Oh Mann, stopp ihn doch irgendwie. Es gibt's nicht. Das ist so ein Drecksgame. Ah. Ich mag PES. Das will ich damit nicht sagen. Ich mag PES. Ich spiele es total gerne. Aber... ...95. bei 3 Minuten Nachspielzeit. Das muss doch nicht sein. Angeschlagene Bayern wollen mit einer etwas veränderten Taktik jetzt von Anfang an gut spielen. Wir müssen uns einfach wieder gut präsentieren und das ist gegen Bremen eine gute Möglichkeit. Und da ist Thomas Müller. 1:0 nach 3 Minuten. So ist das perfekt. So will ich das sehen und wir führen mal. Ich glaube, die letzten 4-5 Spiele lagen wir immer hinten. Jetzt gehen wir mit 1:0 in Führung. Ja, vielleicht ist Bremen jetzt genau der richtige Gegner. Hoffentlich. Dritte Minute. Mal wieder ist es Thomas Müller, der in letzter Zeit ja uns immer so ein bisschen rettet. So, Alaba mit einem Freistoß. Boah, ein bisschen zu heavy. Und damit ist es auch die Latte ein bisschen zu stark gedrückt, das habe ich schon gesehen. Und direkt wieder eins in die Fresse. Rashica. Ja. Wie gesagt, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Selber stelle ich es nicht um, aber... schon komisch. Kann ihn nicht stoppen. Kommt zum Schuss. Der Schuss ist drin. 1:1 zur Halbzeit. Also keine Ahnung. Seitdem ich das Tor gemacht habe, ist Bremen absolut heiß. Will mir unbedingt eins reinrücken. Hat sogar mehr Ballbesitz als ich. Hat ja auch mal getroffen. Also ich verstehe das Spiel. Also ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Robert Lewandowski daneben. Alter Vater. Also, dass Bremen immer noch in Ballbesitz ist, ne? Es ist zum Kotzen echt.
Und Robert Lewandowski. Irgendwie. Oh. Es ist mir scheißegal, dass es wieder ein hässliches Tor war. Und wieder irgendwie crazy. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das Tor. Es war klar. Also ich komme wieder nicht dran und es ist klar, dass ich wieder das 2-2 kassiere. Es ist einfach nur noch scheiße. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Leroy Sané, Flanke geht auch ins Nichts. Letzte Chance, die wir jetzt bekommen über Gnabry und die geht auch verloren. Das war's, 2-2. Der Endspielstand, wir können wieder nicht gewinnen. Ich krieg absolutes Kotzen. Wir haben die ganze Folge nichts gerissen. Das hier war das schwächste Spiel, weil da ging fast gar nichts an Chancen. Ja. Wie gesagt, nervt mich, dass es so ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Es nervt mich. Ja, wir dürfen uns auf jeden Fall die Laune davon nicht vermiesen. Wir kriegen das auf jeden Fall schon hin. Schlechter Saisonstart, das kann den Bayern in echt aber auch blühen. Ja, bei uns ist es auf jeden Fall so passiert. Was willst du machen? Wir liegen auf Tabellenplatz 5. Ordentlich Pause dazwischen, jetzt kommt DFB-Pokal und ich habe Angst davor. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder mit ein. Bis dahin, ciao, ciao.